Und jetzt? Habe ich schon erwähnt, wie schön es war, mit dir zu arbeiten? Dito, Kleiner. Und jetzt? Passiert da nichts mehr? Ah, bleib! Also, ich hasse das. Habe ich schon. Dito. Okay. Und jetzt? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Viva la Revolution! Dieser Computer ist abgeschaltet. Ja, aber, der hat doch gesagt, sie braucht nur meine Zähne. So, und jetzt haben wir den Mundschutz auch nicht mehr. Ist ja super Spitzenklasse. Und was soll ich jetzt tun? Das Alter Ego der Sekretärin meines Chefs. Und ich bin immer noch kein Agent, oder? Eröffnet sich nur für Mitglieder des ZVS. Anscheinend bin ich noch kein Mitglied. Gut, dann müssen wir das Spiel hier noch weiterspielen. Ich hole mir nur kurz mal noch ein, zwei Stück Baguette. Zuerst. Da mir sonst langsam die Brote ausgehen. Weiteres Brot. Und ich mag es in der Reime einfach so gern. Zu Ehren des Tod ein weiteres Brot. So, was ist mit dem Fass da eigentlich? Das gab's doch auch mal, oder? Die Kisten blockieren den ganzen Bürgersteig. Was, wenn jetzt ein Feuer ausbrechen würde? Sie sind voller Partyartikel. Und ich bin nicht gerade in Partystimmung. Ich will mir keinen Bruch heben. Okay. Ich will mir keinen Bruch heben. Okay, dann eben nicht. Ein Belohnter kriege ich auch nicht mehr. Kann ich bei der Vordertür jetzt eigentlich noch rein? Normal kann ich hier nicht mehr ins Büro, aber vielleicht so. Warte mal kurz. Was ist denn das eigentlich für ein Auto? Wir müssen ja alles mal ein bisschen durchsuchen. Früher habe ich Unmengen von Autoreisepaketen verkauft. Was ist bloß schiefgelaufen? Ich glaube Korruption. Aber meinen Kran im anderen Jackett vergessen. Wir können keine Autos bedienen. So hindert man uns daran, die Stadt zu verlassen. Da gehe ich nicht rein. Ich hoffe, Sie glauben, ich bin immer noch eingesperrt. Okay, wir können nicht ins Bürogebäude soweit. Das heißt, wir müssen irgendwie mit dem arbeiten, was wir haben. Beziehungsweise haben nur begrenzte Mittel. Vielleicht mit... Ah, warte mal. Ach komm. Ein bisschen schneller geht schon. So. Mit dem Alkohol vielleicht, der im Büro steht. Ach. Vielleicht können wir damit ein bisschen arbeiten und die Tauben betrunken machen. Ach komm, geh schneller her. Das Brot auswählen. Das wäre kein guter Verwendungszweck. Aber du kannst es ja nicht mitnehmen. Zeremonienbrot. Oder? Nee, der trinkt nur einen nach dem anderen. Ich habe nichts, wo ich das jetzt reinfüllen könnte, oder? Kann ich das austauschen? Das brennt doch so, nicht. Einen auf Mission Impossible machen und die Flasche gegen den Feuerlöscher austauschen. Brot. Nicht ich bin hier. Der Tod. Was mir gerade einfällt. Speichern. Okay, es geht nicht so schnell, das ist da praktisch. Gut, da ist nichts mehr drin, oder? Warte mal kurz, wir können noch reinschauen. Nichts weiter drin. Was ist denn das hier? Schauen wir uns mal an. Er versteckt nicht mal seinen Fusel im Aktenschrank. Und sowas will ein Verkäufer sein? Was können wir denn hier tun? Mir will einfach nichts einfallen gerade, was wir gegen die Tauben... Ich kann jetzt nicht durch die Korridore spazieren. Ich bin auf der Flucht. Da liegt noch ein Mundstück. Ja, Spiel. Gib mir nur 10.000 Mundstücke. Sonst ist da aber nichts, oder? Das lässt sich nicht aufheben. Das ist einfach nur
ein bisschen verglitscht, verbuggt, was auch immer was. Rausgehen kann ich nicht. Kann ich das Glas mitnehmen? Komm, du willst es doch auch. Oder anscheinend nicht. Kann's nur trinken. Es gefällt mir nicht, dass er das nur trinken kann. Es gefällt mir nicht. An den Computer komme ich auch immer noch nicht dran, oder? Ich vers. Bisschen tipsen. Und Mr. D auch nicht. Kann ich mal ein bisschen rumprobieren, vielleicht? Vielleicht errate ich ja das Passwort. Tja, so viel zu Dummy. Mal schauen, wenn wir wieder bei was landen, was wir schon haben. Arroganter Schnösel funktioniert auch nicht. Dabei sind sie einfachsten. Puh, ich hab schon befürchtet, es sei Eva. Aber jetzt haben wir sie. Jetzt kommt der Geistesblitz. Tja, er mag Boxen, aber das ist es auch nicht. Ach, irgendwas muss es doch sein. Komm, Schnaps. Auch nicht Gier. Korruption vielleicht? Eitelkeit? Nein. Er hat auf jeden Fall viele Ideen, unser lieber Manny. Schleimbolzen? Ich geb's auf. Aber wie... Ich geb's auf. Oh, du bist einfach nicht belastbar. So, wir können hier einfach nichts tun mit unseren Items, oder? Wir haben ja noch das Kartendeck, dieses das ist toll. Dieses Kartenspiel sieht etwas abgenutzt aus. Andererseits, ich sehe genauso aus und kenne weniger Damen. Gleich mit dem was anfangen. Kommt, da ist ein Gebiss drauf. Das funktioniert. Ich kann es an mir selbst reiben, ja! Oder an der Flasche. Aber ich habe nichts, was ich mit der Flasche verwenden kann, oder? Ich würde wirklich am liebsten die Flasche mitnehmen, aber... Er will nicht. Ein Kartenspiel bringt hier auch nicht viel. Okay. Gehen wir nochmal hoch aufs Dach. Denn irgendwie ist das hier ein bisschen... nichts bringend. Da ist ja auch nichts, oder? Nee, nur das Seil. Sonst nichts weiter. Das sind überall so Schüsseln. Ich würde einfach das Brot hier irgendwo in eine Schüssel weit entfernt legen und dann... Laufen. Ist da drüben irgendwas? Wenn ich da hinlaufe? Sonst kann ich nirgendwo hinlaufen, oder was? Mal ein bisschen rumprobieren. Man sieht ja leider nicht, wo man überall hin kann. Ja, ganz ruhig! Ihr Todesvögel. Ah, verdammt! Ist echt knifflig. Nicht den Anzug! Das ist mein letzter! Ja, mein Gott! Was kann ich denn mit der Schüssel tun? Anscheinend mögen die Tauben diesen Abluftschacht. Es ist ein Teil vom Dach. Ich ziehe es vor, aus sauberen Schüsseln zu essen, die nicht gerade an ein Dach genagelt sind. Kann ich da vielleicht eine Katze reinlegen? Vielleicht erschreckt sie das hier. Vielleicht. So, und jetzt legen wir die Krümel drauf. Dass sie die Katze nicht sehen. Okay. Hat fast funktioniert, mein Plan, aber wir schauen mal. Ob die Angst vor Katzen haben. Und? Tada! Okay.
Schwirrt ab, ihr kleinen Mistfinken! Das war jetzt dann doch irgendwie leichter als gedacht. Ich sollte ab und zu doch mein Inventar durchschauen. Ihr müsst mit mir kommen, meine Kleinen. Denn ich bin der Sensenmann. Kann ich dann noch mehr mitnehmen? Mann, die Tauben werden vielleicht einen Hals bekommen. Mann, die Tauben werden vielleicht einen Hals bekommen. Mann, okay, die Tauben kann ich mehr mitnehmen. Okay. Einen Hals bekommen. Dann würde ich sagen, reicht das an Eiern, oder? Ich glaube, da können wir jetzt ohne große Bedenken wieder gehen. Auftrag erfüllt, oder? Agent Calavera erledigt seine Aufträge immer mit Anstand und Perfektion. Agent Calavera und zwei Gäste. Zwei ungeschlüpfte Gäste. Jetzt bin ich einmal gespannt. Da! Nimm. Seht euch diese Schätzchen an. Exzellent, Manuel. Damit kann ich eine ganze Armee geflügelter Boten züchten. Dank dir wird sich die Botschaft der Revolution von den Schwingen der Gerechtigkeit getragen im ganzen Land verbreiten. Agent Calavera, du bist ein Freund der Revolution, Agent Calavera. Und jetzt werde ich dir helfen. Wenn du die verlorene Seele finden willst, mein Freund, musst du nach Rubacava. Woher weißt du, wo sie ist? Ich weiß es nicht, aber jeder, der in die 9. Unterwelt will, muss vorher das Meer der Tränen überqueren. Und dazu muss er sich in Rubacava eine Schiffspassage besorgen. Wenn du vor ihr rankommst, wirst du sie bestimmt finden, auch wenn es etwas dauert. Ich warte, solange ich muss. Manuel, bist du verliebt? Liebe? Liebe ist für die Lebenden, Sel. Ich will sie nur aus einem Grund. Sie ist meine Fahrkarte in die Ewigkeit. Das klingt doch auch gut. Das war vielleicht ein Tunnel. Der hat mich bis zum Rand des versteinerten Waldes gebracht. Na, sieh ihn an. Komm ich da wieder zurück? Ach. Dieser Salvador weiß wirklich, wie man mit Stil spioniert. Okay, okay. Also wir sind jetzt wo ganz anders. Das ist doch mal ein Anfang. Ah, El Marro. Meine Heimatstadt, auf das ich sie nie wiedersehe. Das hebe ich nicht auf. Wieso denn nicht? Dahin gehe ich vorerst nicht mehr zurück. Ich würde gerne die ganze Stadt aufheben. Speichern. Perfekt. Okay, dann gehen wir einfach weiter. Ich schätze mal, wenn ich den Tunnel benutze. Glottis! Glottis, mein Freund, warum weinst du denn? Manny, oh Manny, sie haben mich gefeuert. Mich auch, Kumpel. Aber du verstehst das nicht, Manny. Ich wurde nur für diesen Job geschaffen. Es ist das Einzige, das mich glücklich macht. Es ist, als hätte man meine Brust gepackt und mein Herz herausgerissen und es dann in den Wald geworfen. Glottis, yeah. Was hast du getan? Oh, Glottis. Gute Idee, Glottis. Oh nee, keine Spinnen. Ah. Ernsthaft, er schläft jetzt? Wie lange er wohl ohne Herz überleben kann? Wach auf, Kumpel! Kann ich das, den Wagen benutzen? Jetzt! Ah! Auf der Seite steht Knochenschleuder. Habe meinen Kran im anderen Jackett vergessen. Ich kann das Ding nicht fahren. Ich kann das Ding nicht fahren. Ja, dann lerne es halt. Mein Gott, okay. Bevor wir jetzt hier irgendwo in den Wald reinlaufen, gehen wir lieber dorthin, wo er anscheinend... Ich kann Glottis nicht einfach da liegen lassen. Ja, ich will ja auch darüber. Da rein will ich. Auch wenn ich es nicht gern will. Oh nein.